Personen wurden in Konstanz festgenommen. Die Frau war in der vergangenen Nacht in der Nähe der holländischen Stadt Eindhoven auf freien Fuß gesetzt worden. Sie war am 27. November unweit der deutsch-niederländischen Grenze verschleppt worden. Die Wetteraussichten in Bayern allmählich nachlassende Schneefälle, sonst wechselnd wolkig mit einzelnen Schneeschauern. Temperaturen 0 bis 5 Grad. Die nächste heute Sendung um 17.05 Uhr. Ganze 6 Tage nur noch, dann ist endlich heiliger Abend. Trotzdem begrüße ich euch heute nochmal aus dem Herbstsessel, denn der Winter beginnt ja im Kalender, wie ihr vielleicht wisst, erst am kommenden Mittwoch. Ich hoffe, dass es bei euch zu Hause schon recht weihnachtlich zugeht. Wir haben auch einen Christbaum schon ins Studio geholt, denn in Schau zu, mach mit wollen wir euch mal zeigen, wie Kinder in anderen Ländern Weihnachten feiern, zum Beispiel in Schweden. Außerdem seht ihr einen Zeichentrickfilm, da begegnet ihr Königen, Hexen, verzauberten Kindern. Die Schüler eines Münchner Gymnasiums haben 2 Spaßvögel aus Boston eingeladen, die ganz fantastisch Musik machen können. Ja, und den Anfang, den macht jetzt ein Zeichentrickfilm und da geht es um die Bedeutung der Weihnachtsgeschenke.